Jungs und Mädels, ich kann hier kaum noch laufen. Natürlich, hier sehe ich... Ups. Das wollte ich nämlich wirklich schon geführt seit Jahren haben. Hallo, meine Lieben. Es gibt einen neuen Temo-Haul. Ich habe ordentlich zugeschlagen. Zum Teil könnt ihr es hier auch schon sehen. Ich habe die Sachen extra schon zusammengebaut, weil die meistens recht, also ihr müsst sie zusammenbauen, damit das halt platzsparend zu euch kommt und vor allem auch schnell. Ich habe schon wieder so zugeschlagen. Ich habe hier so viele nützliche Dinge dabei, wirklich. Also die möchte ich euch jetzt auf jeden Fall alle zeigen. Und falls ihr Temo nicht kennt, das ist eine Online-Plattform. Also es ist wie ein Online-Marktplatz. Genau, und da könnt ihr alle möglichen Produkte, die ihr euch nur irgendwie vorstellen oder auch nicht vorstellen könnt. Das ist halt auch das Interessante. Da findet man Sachen, die denkt man, die gibt es gar nicht mehr. Die braucht man vor allem auch nicht. Manche Sachen braucht man auch wirklich nicht, ne? Auch bei der Qualität und so. Da muss man schon so ein bisschen hingucken. Aber ja, da findet man halt alles zu super günstigen Preisen, weil kein Zwischenhändler quasi dazwischen ist und ihr direkt vom Hersteller bekommt. Und ja, das ist auf jeden Fall super interessant. Ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so richtig, ob ich einen Gutschein für euch bekomme, ob ihr wieder dieses 100-Euro-Gutscheinpaket bekommt oder irgendwas anderes. Werde ich euch dann jetzt hier einblenden, was ihr da machen könnt. Und ansonsten zeige ich euch jetzt einfach, was ich alles ausgesucht habe. Und ja, los geht's. Hier auf dem Karton kann man schon relativ gut sehen, was es ist. Das wollte ich fürs Badezimmer haben. Ich habe sowas schon mal von einer anderen Firma gekauft. Aber der war ein bisschen zu groß quasi für mein Bad. Und deswegen habe ich jetzt hier einen hoffentlich kleineren. Genau, was ich eben vergessen habe zu sagen, falls ihr da mal was bestellt. Also der Versand zu euch ist natürlich kostenlos. Und auch der Rückversand innerhalb von 90 Tagen ist kostenlos, wenn ihr dann halt einmal alles gebündelt, was ihr dann zurückschicken wollt. Und genau, ich konnte beim letzten Mal, als ich was zurückschicken musste, das war so Unterwäsche und so, die war etwas zu klein ausgefallen insgesamt. Und genau, dann hatte ich das in der App halt so angegeben, musste ein, zwei Fotos hinschicken von den Artikeln halt. Und ja, dann hatte ich mir aussuchen können, ob ich die Sachen behalte und einen Teilbetrag wiederbekomme oder ob ich halt alles zurückschicken möchte und ich dann eben alles wiederbekomme, was ich halt zurückschicke. Und ja, als ich das dann, also ich hatte mich dann für Zweiteres entschieden, das dann in die Packstation gebracht und das hat keine halbe Stunde gebraucht. Da hatte ich mein Geld wieder auf PayPal. Also alles fein, alles gut. Und genau, ja, wir gucken dann jetzt hier. Wie ihr seht, kommt es auch wirklich gut verpackt bei euch an, wenn ihr dann sowas habt. Gott, ich werde hier gleich nicht mehr laufen können, auf jeden Fall. Das quietscht auch wie Sau, ja? Der ist auf jeden Fall kleiner als der andere. Der, ne? Es sollte auch so sein. Ich wollte halt einen kleineren haben, den ich im Badezimmer aufstellen kann. Moment. Alter Schwede, mach das einfach hin. So, auch hier ist das nochmal so ein bisschen mit so einer Klebefolie irgendwie geschützt. Das machen wir auch nochmal schnell ab. So, da haben wir das gute Stück jetzt. Das habe ich halt, wie gesagt, fürs Badezimmer ausgesucht, denn der, ich habe da alles offen irgendwie rumstehen, so an Pflegeprodukten, Bürsten etc. Und da hatte ich jetzt gehofft, dass ich das da drin eben unterbringen kann und dann viel weniger Staub wischen muss, weil natürlich alles unter dieser schönen Haube ist. Kann man dann so aufmachen und hier sind jetzt da drin keine Unterteilungen. Das kann man sich entweder selber irgendwie machen oder es eben auch lassen. Und dann habe ich hier noch eine Schublade und da freue ich mich sehr drüber. Sieht ja jetzt auch so wirklich sehr edel aus. Gibt es auch noch in anderen Farben, verlinke ich euch natürlich alles. Und hier habe ich jetzt so eine Creme. Ich glaube, sie ist aber ein bisschen groß. Nee, das geht sogar. Krass. Okay. Also ich finde dieses Abstauben von diesen ganzen einzelnen Produkten im Bad halt super nervig. Und ja, dann habe ich halt nur eine große Fläche zum Abwischen und dann ist gut. Ne? Man könnte ihn theoretisch auch mit sich rumschleppen, wenn man wollte. Ja, das finde ich ganz toll. Ach, da sind sogar zwei Schubladen. Die eine habe ich eben gar nicht gesehen. Ich dachte auch, das Ding hätte zwei. Hatte mich gerade ein bisschen gewundert, aber zwei Schubladen, oben eine große Ablage. Ganz toll. Freue ich mich auf jeden Fall drauf, das zu bestücken. Vielleicht machen wir das ja sogar zusammen in einem Putzvlog. Mal gucken. Genau, ich fange jetzt mal hier mit dem Offensichtlichsten an. Ihr müsst wissen, also vielleicht nehme ich euch auch da mit. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ich euch bei dem Video mitnehmen soll. Mein Schrank ist eine einzige Katastrophe gerade. Ich hatte den eigentlich vor gar nicht ganz so langer Zeit so richtig schön durchsortiert. Das sah richtig, richtig gut aus. Da hatte ich euch auch auf Instagram geteilt mit so Körben und sowas, ne? Jetzt habe ich aber in letzter Zeit ein bisschen mehr Kleidung dazu bekommen und es ist irgendwie dadurch, dass der Sommer erst so komisch angefangen hatte, alles so durcheinander im Sinne von, ich habe da noch Winterklamotten drin, ich habe da auch noch Sommerklamotten und eigentlich wechsle ich das immer so aus quasi zur Saison. Und ja, jetzt ist da jedenfalls voll das Chaos drin. Und ich habe mir diese Schuhregale hier dafür bestellt, damit ich so bisschen, weil ich viele verschiedene Arten von Kleidungsstücken habe, die ich gerne so nicht alle zusammenschmeißen würde, habe ich dann gedacht, hier drin kann ich die vielleicht stapeln. Das waren jetzt hier zwei Sets, die ich bestellt habe. Übrigens, genau, das musste ich natürlich selber zusammenpacken und ich muss euch ganz ehrlich sagen, als ich das ausgepackt habe, ist hier irgendwo noch, genau, das hier sind die Kartons davon. Also ich hatte ein Vierer- und ein Fünfer-Set bestellt und genau, also wie gesagt, eigentlich für Schuhe und das kam halt in diesen kleinen Dingern an. Das musste man zusammenbauen und ich dachte erst, ach du
Je, was habe ich da bestellt? Das sah nämlich aus, als hätte ich quasi so Taschentücher. Was das hier ist. Das sind keine Taschentücher, ne? Die sind stabil und die glänzen auch und alles, ne? Aber ich dachte erst, oh mein Gott, das kann ja nur instabil sein, das kann ja nicht halten. Und ich dachte echt schon so, wie soll ich euch das zeigen und das toll finden halt, ne? Es ist doch recht stabil, klar, ne? Es ist jetzt nicht komplett aus Plastik, wie man das kennt. Das ist ja halt auch so Textil quasi. Also es ist schon recht leicht. Und ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, das in zweier Ebenen quasi zu machen. Also das hier, ne, und oben könnt ihr auch noch was drauflegen. Dadurch habe ich einmal ein Set für die Wände über. Aber ich dachte, ne, ich habe jetzt insgesamt drei von diesen Zweierteilen halt da rausgekriegt. Dann dachte ich, kann die so nebeneinander in den Schrank stellen und dann eben schön, ja, meine Sachen da reinstellen. Und darüber würde dann quasi alles hängen, was auf der Stange hängt. So. Ich hoffe, ihr konntet verstehen, was ich meine. Vielleicht habe ich es euch auch eingeblendet, aber ich glaube, das schaffe ich jetzt hier vorher irgendwie nicht mehr. Dafür habe ich jedenfalls das bestellt und wie gesagt, erst habe ich mich ein bisschen erschreckt vor der Qualität, aber die ist wirklich, wirklich besser als der erste Eindruck und für diesen Sinn auch absolut ausreichend. Ich würde das jetzt nicht vorne in meinen Eingangsbereich stellen, weil da ja auch manchmal dreckige Schuhe zum Beispiel reinkommen. Kann man wahrscheinlich gut abwischen, aber ich glaube, dafür würde ich es jetzt eher nicht nehmen, weil damit dann auch wahrscheinlich zu grob umgegangen wird. Da ist das dann vielleicht ein bisschen, ja, fällt vielleicht schnell um oder so. Aber nur, wenn man es höher stapelt, in der Höhe ist das jetzt absolut in Ordnung. Genau. Also das gefällt mir bis jetzt gut und ich denke, in meinem Schrank wird sich das auch gut machen. Und wo wir gerade bei dem Thema Schrank sind, das hatte ich noch mit als erstes quasi da drin. Das habe ich auch aufbauen müssen. Nicht schlimm, ne? Da habe ich jetzt nur vier Beine reingesteckt und dann die Stelzen unten dran. Das könnt ihr auch in der Breite so ein bisschen, schaut mal hier, das kann man da so abknicken und sich das dann halt kleiner schieben. Ne? Das war nämlich für den gleichen Sinn quasi gedacht, dass ich das ja, unter die hängende Kleidung quasi reinstelle in den Schrank, damit ich da noch eine extra Ablagemöglichkeit habe. Ich denke, dass ich den hier jetzt in einem anderen Schrank unterbringen werde. Vielleicht entscheide ich das auch beim Einräumen, was da irgendwie besser reinpasst. Oder vielleicht auch beides in irgendeiner Art und Weise. Genau, aber das fand ich ganz cool. Das gibt es auch noch in breiter. Das ist jetzt hier das breiteste. Ich weiß gerade nicht genau, wie breit. Aber es gab zwei Größen eben. Das hier ist die kleinere und die größere gibt es dann auch noch mit über einem Meter zum Ausfahren, glaube ich. Genau, auch das machte erst nicht so den großartigen Eindruck, aber auch damit ist man auf jeden Fall gut bestückt, ne? Also das ist gerade im Schrank, da hat das ja nicht viel auszuhalten. Also das ist auf jeden Fall in Ordnung und ja, ich bin damit auf jeden Fall zufrieden. Dann zeige ich euch jetzt nochmal kurz was. Also wir haben hier ganz viel Haushaltskram letztendlich, ne? Ach, das hier, genau. Das versuche ich euch auch nochmal abzufilmen. Das fand ich so cool, habe ich bei meiner Mutter gesehen. Ich habe jetzt hier ein Zweier-Set. Das ist aus härterem, sehr stabilen Plastik. Ich dachte erst, das ist komplett aus irgendwie Metall oder so, zum Glück nicht. Hier habt ihr eine riesige Magnetfläche und das ist gedacht für zum Beispiel an einer Spülmaschine oder an einer Waschmaschine oder an einem Trockner. Da möchte ich es gerne ranmachen und da, ja, irgendwie, ich habe manchmal so kleinere Flaschen quasi. Das große Waschmittel soll da jetzt nicht rein, ne? Aber ich wollte da halt einfach so ein bisschen Ordnung schaffen und dann eben zwei übereinander hängen. Die gibt es auch noch in dunklen Farben, aber ich mag ja am liebsten weiß, deswegen ist es hier jetzt auch weiß geworden. Und ja, das fand ich sehr, sehr ansprechend, einfach weil man dann, ja, dann steht nicht alles rum. Klar, da staubt auch alles voll und so, aber finde ich toll. Finde ich toll. Und meine Mama hat sowas halt auch am Kühlschrank und hat da zum Beispiel Spülmittel drin, weil das direkt neben der Spüle ist bei ihr. Oder Gewürze könnte man da drin auch unterbringen. Ich habe jetzt keinen freistehenden Kühlschrank, deswegen habe ich es in der Küche jetzt nicht wirklich irgendwo. Weiß nicht, höchstens an die Mikrowelle, aber ich glaube, dafür ist es ein bisschen zu groß. Gibt es auch in verschiedenen Größen übrigens, genau. Also das durfte dann nochmal mit. Und wo mache ich weiter? Genau hier. Hier ist auch nochmal was, was ich aufbauen musste. Das, ja, das ist so ein kleines Regal für... Ja, für ein Regal oder für im Küchenschrank zum Beispiel. Da seht ihr ja auch schon zum Teil, wie das bestückt ist. Da sind auch noch so kleine Haken bei hier und eine kleine, ja, so ein Becher quasi. Habe ich euch hier mal aufgebaut. Auch da war das erst so, dass ich mich erschreckt hatte, wie das aussieht quasi, weil es ja nicht zusammengebaut ist und die Qualität und so. Aber es ist total in Ordnung wirklich, ne? Ihr seht jetzt hier auf jeden Fall, dass man das so rausziehen kann. Also wenn das jetzt zum Beispiel, wir haben da ja eh Schubladen, aber wenn ihr jetzt so ein unter der Spüle in der Küche einen Schrank habt zum Aufmachen, da ist es ja meistens irgendwie, also das war bei mir immer der Schrank, der am meisten irgendwie aufgeräumt werden musste. Und wenn ich das dann da jetzt reingestellt hätte, dann sowas zum Ausfahren hier für Putzutensilien, Reinigungsmittel, kann man ja letztendlich überall benutzen. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wo ich es hinstelle. Wahrscheinlich aber in unseren Vorratsschrank unten. Da habe ich nämlich auch ganz viele Reinigungsprodukte, denn da hatte ich ja erst mit euch aufgeräumt. Ja, und wenn mir das gut gefällt, dann hole ich mir davon auch noch einen anderen. Ich glaube, das gab es auch in mehreren Farben. Boah, Jungs und Mädels, ich kann hier kaum noch laufen. Hier haben wir auch noch mal was sehr Interessantes. Das habe ich für meine Mama mitbestellt.
Mal gucken, wann ich es ihr geben kann. Die macht ja sehr gerne so Handarbeit, nähen, stricken, häkeln, alles Mögliche. Und dann gab es da solche coolen Tassen und die habe ich halt auch schon auf anderen Plattformen gesehen, aber deutlich teurer. Mensch, habt ihr das gerade gesehen? Die war hier so komplett in Styropor eingepackt. Also da ist jetzt auch nichts kaputt gegangen. Das ist einfach ein Wollknäuel. So süß. Und ja, da gab es verschiedene Farben, dann auch mit verschiedenen Sprüchen drauf. Das hier war jetzt halt die für Lila. Und ich fand das irgendwie süß. Sie trinkt ja auch gern Kaffee. Mal gucken, ob sie das überhaupt dafür benutzt oder ob sie da eher sowas wie, ja, Nadeln etc., irgendwelches Equipment drin sammelt. Das ist ja auch total süß auf jeden Fall. Und das fühlt sich sehr wertig an. Es ist schwer. Es ist also, ich glaube auch, dass das ehrlich gesagt kein anderer Artikel ist, als der, den ihr auf einer anderen Seite bekommen könnt. Also richtig, richtig cool. Freue ich mich schon, ihr das zu geben. Wahrscheinlich morgen. Sie hat mir vorhin auch so süß geholfen, wisst ihr? Ich musste für meine Steuer was machen und manchmal fehlen mir für die letzten Schritte so ein bisschen der Mut. Oder mir fehlt dann der Mut dafür. Und dann hat sie mir geholfen, meine Schwester hat mir geholfen und dann kann man so ein bisschen Danke sagen. Für meine Schwester überlege ich mir noch was. Genau, dann haben wir hier was. Wieder was für Katzenliebhaber. Oh, die haben diesmal auch ein ganz anderes Material. Die sind diesmal mehr so mikrosamtig, würde ich es nennen. Wir haben hier ein Kissenbezugsset mit 4. Sind es 4? Ich glaube, ja. Die sind so wie so eine Karikaturkatze gemacht. Oh Gott. Einfach fürs Sofa zum Beispiel. Das finde ich jetzt für Halloween irgendwie auch ganz passend. Ja, dauert noch ein bisschen, bis Halloween ist, aber das finde ich dafür auf jeden Fall cool. Da haben wir das. Und dann nochmal eine, die eben guckt, die etwas verrückt. Die guckt etwas wundernd, verärgert, je nachdem. Die guckt genervt. So gucke ich immer in der Öffentlichkeit, wenn ich einkaufen gehe. Und das, ja. So gucke ich dann andere Leute an, wenn ich nicht weiß, was die schon wieder von mir wollen. So, genau. Dann habe ich hier noch was. Das ist auch richtig cool. Also, das ist... Gab es noch in Blau übrigens. Das ist ein... Ich meine, es ist Baumwolle. Das soll ein Sitzsack sein. Mal gucken, wie groß der am Ende überhaupt ist. Auf jeden Fall soll man den quasi hier, also hier ist ein Reißverschluss dran und dann kann man da Plushies, also Plüschtiere reinschmeißen und das dann als Sitzsack benutzen. Der ist auf jeden Fall gut groß. Bin gespannt, wie das dann aussieht, wenn der gewaschen und ausgefüllt ist. Aber auf jeden Fall finde ich es ganz cool, weil so Plüschtiere, die fliegen ja immer mal, gerade in Kinderzimmern, Jugendzimmern, je nachdem, auch meine eigenen, die fliegen immer so durch die Gegend. Ganz wegpacken willst du sie aber auch nicht, weil dann vergisst du sie und dann hast du nichts mehr davon, solange du sie magst, sag ich mal. Und so kann man dann immer mal zwischendurch einfach aufmachen, sich was rausnehmen, vielleicht welche austauschen, andere reinschmeißen und so. Das finde ich auf jeden Fall cool, gerade für andere Kinderzimmer. Ich habe das jetzt extra in Grau gewählt, weil erst was mein Sohn schon ein bisschen älter. Und wir wollen das dann auch eher im Wohnzimmer nutzen. Und da sind wir ja eher so eingerichtet. Aber Blau ist natürlich auch eine schöne Farbe. Ja, das fand ich auf jeden Fall cool. Muss ich jetzt auf jeden Fall erstmal waschen, genau wie die Kissenbezüge. Und hier, wo wir gerade bei den Textilsachen sind, diesen Gardinschal, den habe ich euch letztes Mal schon gezeigt. Auch richtig cool. Ich hatte mir den jetzt nochmal in anderen Maßen bestellt. Ich war ja so total begeistert von dem. Das ist ein Kunstfaserschal, letztendlich hier wie so ein Duschvorhang. Der hat übrigens auch sehr gut sowohl Waschen überlebt, als auch Bügeln überlebt. Und der hängt jetzt halt in meinem Büro und ja, tut halt seine Dienste. Und dann hatte ich überlegt, weil mir der so gut gefallen hat, dass ich jetzt mal einen mitbestelle zur Probe, der andere Maße hat, weil der könnte eventuell... Wollte ich auf jeden Fall mal im Wohnzimmer versuchen, ob das was wird. Weil da haben wir ja bodenlange Fenster teilweise und die Gardinen, die da jetzt gerade und schon seit dem Einzug da hängen, die sind einfach ein Stückchen zu lang. Und ich schaffe es weder, die selber abzustecken, noch um zu bügeln. Übrigens habe ich letztens von meinem Flur-Makeover, da hatte ich auch dann nachher, nach dem Video noch Gardinen umgebügelt und auch Hosen umgebügelt. Das hat nicht gehalten. Zum Teil ja, gar nicht mal so schlecht, aber oh Jungs... Mädels, das ist mir zu doof, ne? Auf jeden Fall schaffe ich es, sie selber zu kürzen und das ist mir auch zu teuer, sie wegzubringen. Und wenn die jetzt hier in der Länge passen, ich habe das nämlich ausgemessen, theoretisch müsste es passen, sodass sie genau über dem Boden aufhören. Und ja, dann würde ich mir davon halt noch welche nachbestellen und dann das gesamte Wohnzimmer damit ausstatten. Das gefällt mir nämlich hier jetzt auch zum Beispiel besser, im Gegensatz zu meinen ersten Gardinen, dass die, also die sind halt komplett, glaube ich, aus Baumwolle, die anderen. Das ist an sich schön, Baumwolle ist meiner Meinung nach immer ein bisschen angenehmer, aber... Zumindest auf der Haut. Aber das macht es halt auch so schwierig, die zu bügeln. Also ich kann die nicht mal eben... Ich habe meistens keine Lust, die zu waschen, weil ich genau weiß, wenn ich sie bügle, dann werden sie nicht glatt. Die werden einfach nicht glatt, egal was ich darauf sprühe. Und die hier sind einfach... Die musst du gefühlt nur mit dem Bügeleisen angucken und dann sind die schon glatt. Und das gefällt mir wirklich sehr. Also wenn das passt von der Länge, dann hole ich mir davon noch 5 oder 6, 7 für 4 Fenster. Ja, dann hole ich mir die auf jeden Fall. Ja, freue ich mich. Also wie gesagt, dann habe ich halt schon einen kürzeren, ganz tolle Qualität.
Denkt man auch gar nicht. So auch bei dem Preis, ne? Total gut. Und hier freue ich mich richtig. Das wollte ich nämlich wirklich schon gefühlt seit Jahren haben. Ich mag das total gerne, solche Videos zu gucken, wo die Leute ihre Vorräte, ich habe ja euch letztens auch meinen Vorratsschrank gezeigt, aber das war noch nicht so auf diesem Level, sag ich mal. Das muss es theoretisch auch nicht sein, aber ich hatte da voll Lust drauf. Und zwar habe ich hier solche, ihr habt mir übrigens auch geraten dazu, mein Mehl und mein Zucker unbedingt so zu lagern. Ich habe jetzt hier jedenfalls solche Vorratsbecher, die etwas größer sind, etwas höher. Genau, wie viele waren es? Hier habe ich jetzt 3 mit Deckel. Hier sind auch nochmal 3. Genau, die sind scheinbar alle gleich hoch, glaube ich. War das so? Das war halt so ein Set, ne? Dabei sind, wie gesagt, auf jeden Fall auch Deckel und sogar solche Aufkleber, die ihr beschriften könnt. Hier so in Schwarz, ne? So könnt ihr Mehl draufschreiben, etc. Ja, ich weiß gerade auch nicht mehr, wie viel da reinpasst. Ich schreibe euch das jetzt nochmal hier hin. Ach, 2 Liter, 3 Liter, 2,5 Liter müssen ungefähr reingehen. Genau. Ich möchte mir gerne nochmal so einen Deckel angucken, weil offensichtlich hatte ich mir die hier jetzt noch nicht angesehen. Ich wollte gucken, wie dicht das ist. Ich habe mir letztens ein anderes Video angeguckt und da wurde gesagt, dass die halt super dicht sind, weil die Dame hatte vorher wohl noch von einer anderen Firma welche gekauft, die günstiger waren, aber auch weniger gut so geschlossen haben durch das Gummi. So, also das ging jetzt auf jeden Fall gut. Ihr seht ja das Dunkle auch, das ist ein Gummi, also das schließt auch gut ab. Und dann hoffen wir, dass da nicht irgendwelche blöden Lebensmittelmotten reinkommen oder sowas. Ich sehe gerade, das kann man sogar in den Geschirrspüler stellen. Richtig gut. Sogar einfrieren kann man das. Mega. Richtig gut. Steht auch Lebensmittel echt nochmal drauf. Also nur, ne, das ist meistens, gibt es die gleichen Sachen in anderen Shops halt auch, ne. Ja, das ist immer so schön. Also ich shoppe ja immer am liebsten über die App, weil ich gerne faul bin dabei. Also ganz schlimm ist immer, wenn ich abends müde bin und wirklich im Bett liege, dann bin ich schon so halb am Schlafen und nicht mehr so ganz bei Trost. Das ist eigentlich am gefährlichsten, aber da macht halt auch am meisten Spaß, so im Liegen zu bestellen. Ne? Deswegen, also, falls ihr die runterladen wollt, die App, dann go. Genau, hier habe ich jetzt noch was. Das habe ich erst nicht erkannt. Und da hatte ich halt total vergessen, dass ich das bestellt hatte. So, das ist erstmal grau und groß. Und erschreckt euch nicht. Also auf den Bildern sieht es immer so aus, als wären das irgendwie feste Körbe irgendwie. Aber das sind meistens so Textilkörbe, die erst ihre Stabilität durch Inhalt kriegen. Also das habe ich jetzt quasi auch für die Aktion mit dem Schrank aufräumen gemacht, damit ich das Teil dann, deswegen habe ich es auch erstmal nur einmal bestellt. Gott, das ist richtig groß, ey. Oder ihr seht das auf dem Bild dann vielleicht auch ein bisschen besser. Auf jeden Fall kann man das halt, ne, es ist wie so ein Sack jetzt und es wird erst fest, wenn ihr zum Beispiel Bettdecken reinlegt oder so. Ich hatte das jetzt ein bisschen kleiner gedacht, dass das ist, macht aber nichts, dann passt mir rein. Da wollte ich dann quasi meine Wintersachen reinsortieren, während meine Sommersachen draußen sind, also in meinem Schrank dann. Oder eben andersrum, ne? Dass ich, wenn jetzt bald Winter wird, dann meine Sommersachen da reinräume. Und ja, das finde ich auf jeden Fall sehr praktisch. So sind die Sachen halt staubgeschützt und hoffentlich auch Motten etc. gestankgeschützt und sowas. Dann kann das so lange auf den Dachboden und wartet da halt auf mich. Und dadurch, dass ich das jetzt zum Glück nur einmal habe, in der Farbe zumindest, dann erkenne ich es halt auch gleich auf dem Dachboden, weil bei uns ist da absolutes Chaos. Wollte ich euch ja vielleicht auch mal beim Aufräumen mitnehmen, aber das wird ein riesiges Video, oh mein Gott. Auf jeden Fall, ja. Also sollte ich mir davon noch mehr holen wollen, dann nehme ich auf jeden Fall eine andere Farbe, damit ich das dann halt auch auseinanderhalten kann. So heißt es ja. Ich bleib mal kurz ein Stückchen weiter hier hinten. Wir haben hier jetzt nochmal sowas Ähnliches, hatte ich letztes Mal halt auch dabei. Das habe ich jetzt nochmal für meine Mama mitbestellt, weil, ich habe euch das abgefilmt, wie ich das aufgebaut habe. Das blende ich euch jetzt auf jeden Fall ein. Das ist ein Behältnis für Mülltrennung letztendlich. Da sind dann zwei Tüten kann man oben reinmachen. Ihr habt dann 2 Öffnungen. Da könnt ihr halt entweder euren Müll nach Pappe, nach Plastik. Hauptsache, es ist nicht voll geschmiert. Das wollte ich jetzt bei ihr quasi in den Keller stellen, damit die da unten einfach ihre Pfandflaschen sammeln können. Und das Schöne daran ist halt, dass dadurch, dass die Säcke, die du da vorher so reinkletten musst, die kannst du halt dann eben entkletten. Und dann kannst du das Ding einfach rausnehmen, zum Supermarkt fahren, den Kram wegbringen, dir dein Geld holen und dann später den Sack halt wieder reinmachen, gegebenenfalls sogar waschen. Ne? Und ansonsten fasst man die Dinger ja ständig dann nochmal an, hierhin, dahin und so ist das ein bisschen einfacher. Ist natürlich auch, man kann es letztendlich auch für Dreckwäsche nehmen, wenn man möchte, aber gedacht ist es, glaube ich, eigentlich für Müll. Genau, aber wir nehmen es auf jeden Fall für Pfandflaschen. Ich habe ja so ein Ding schon und ja, das finde ich auf jeden Fall richtig cool und das bekommt sie. So, hier habe ich etwas. Da war ich so gespannt drauf. Das gibt es auch noch in anderen Farben. Das habe ich mir für die Küche bestellt und zwar ist das alleine diese Folie hier, die kann ich so schön zum Verschicken nehmen oder zum Lagern. So, hier haben wir jetzt erstmal so kleine Klebenupsis. Die sind für unten drunter. Und
So, und hier, nicht erschrecken, es sieht nicht so schlimm aus, da ist noch eine Schutzfolie drauf. Das ist ein Stück riesiges, stabiles Plastik und das ist dafür gedacht, das quasi auf die Arbeitsfläche zu machen und darauf, ja, zu arbeiten letztendlich. Und genau, da klebt man, wie gesagt, vorher noch diese Teile hier drauf, damit das auch nicht so rutscht. Kann man vielleicht auch weglassen, je nachdem, wie man es mag. Das kann man aber auch universell einsetzen. Wie gesagt, gibt es noch in anderen Farben. Ich muss mal gucken. Es war halt in der Küche abgebildet. Ich weiß jetzt nicht, ob man da drauf auch direkt wirklich schneiden kann, ohne dass es... Ich denke nämlich nicht, dass das jetzt schnittfest ist oder so. Das weiß ich nicht. Könnte Kratzer geben. Gehen wir mal von aus. Aber ansonsten schützt es halt die Arbeitsfläche. Allgemein, ne? Das finde ich schon richtig cool, wenn das jetzt noch hitzebeständig wäre. Dann wäre es auch nice, aber das weiß ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber ihr könnt auch natürlich hier sehen... Ups. Also man kann natürlich auch solche Flächen, letztendlich, das ist jetzt hier ein bisschen lang, also steht hier jetzt zum Beispiel 5 cm noch vor, aber auch solche Flächen kann man damit ja schützen letztendlich, wenn man da viel arbeitet, damit einfach die Möbel nicht so kaputt gehen. Ne? Und wenn ich da drauf jetzt wenigstens noch schneiden könnte, ich muss mir die Artikelbeschreibung nochmal genau angucken, dann wäre das ja schon echt so ein riesiges Brett. Stellt euch das mal vor. Finde ich richtig nice. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon richtig doll drauf. Das war auch, glaube ich... Ja Gott, ich habe mich über alle Sachen hier doll gefreut, aber darauf habe ich mich irgendwie besonders gefreut. So, was habe ich noch? Ja, hier hinten seht ihr ja schon die ganze Zeit wahrscheinlich was. Also wir haben jetzt hier etwas für Dreckwäsche. Wir haben hier 3 Abteilungen. Ihr seht ja, wofür es ist. Eine dunkle, weiße und gemischte Wäsche zum Beispiel oder grau, je nachdem, wie ihr das macht. Und da sind so Unterteilungen drin und das ist auf so einem Alurahmen letztendlich. Den kann man auch so zumachen, falls man ihn gerade nicht braucht. Und das erinnert einfach an so eine riesige Einkaufstüte letztendlich. Also es kommt auch so bei euch an. So total klein letztendlich. Und da denkt man immer erst, echt, ey, das ist nichts, ne? Das ist jetzt irgendwie, was hast du dir da geholt? Aber das ist besser, als man denkt. Genau. So, habe ich jetzt noch hier was oder ist alles weg? Ja, ihr Süßen, also, das war erstmal mein Temo-Haul. Ist ja auch schon wieder lang genug, ne? Schreibt mir gerne in die Kommentare, in welchen Artikel ihr am liebsten mögt, welchen ihr vielleicht sogar nachbestellen wollt. Wie gesagt, guckt euch gerne die Temo-App an und Temo. Das heißt Temu. Ich sage immer Temo, aber ich weiß, dass es Temu heißt, aber irgendwie hört sich das mal so an. Bitte verzeiht mir, okay? Ich weiß das. Genau, ja. Oh, ich freue mich auf jeden Fall sehr über die Sachen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.